Mein absolutes Lieblingstool ist das Bildbearbeitungsprogramm GIMP. Ich finde, es bietet für auch Nicht-Expertinnen eigentlich wirklich alles, was man sich von einem Bildbearbeitungsprogramm wünschen kann. Man kann Fotos bearbeiten, Grafiken erstellen und verschiedene Änderungen an Bildern vornehmen. Der Aufbau ist Photoshop ähnlich, sodass erfahrene Userinnen mit ein bisschen investierter Zeit und einer Neuorientierung zu Beginn vieles mit GIMP wirklich genauso gut machen können. Farbkorrekturen, Größenveränderungen, Text in verschiedensten Schriftarten einfügen und auch das Arbeiten mit Ebenen, Masken und sogar Pfaden ist möglich. Und das alles gratis. Denn GIMP ist ein Open-Source-Programm und funktioniert auf verschiedensten Betriebssystemen, wie zum Beispiel Linux, Windows und macOS. Begeisterte Schülerinnen können es also genauso downloaden, installieren und da weitermachen, wo sie im Unterricht mit ihnen aufgehört haben. Und die Installation auf allen Schulrechnern wird vor allem nicht zum Budgetproblem. Das Beste daran ist für mich aber, dass es im Netz eine wirklich große GIMP-Community gibt, aus der eine ständig wachsende Anzahl an Tutorials, Anleitungen etc. hervorgeht, wo man fast immer fündig wird. GIMP kann von Lehrern und Lehrerinnen überall dort eingesetzt werden, wo es um Kreativität geht oder ein bisschen Kreativität gebraucht wird. In der Vorbereitung beim Bearbeiten von Bildern für Arbeitsblätter oder für Schulwebsites, für Jahrbücher, Kataloge, was auch immer. Aber genauso direkt mit den Schülerinnen selbst, wenn ich in der Nachmittagsbetreuung zum Beispiel Zugang zu einem Computerraum habe oder mit den Kindern in anderen Fächern kreativ arbeiten will. Es gibt wirklich viele Filter, mit denen man auch die Schülerinnen selber gut arbeiten lassen kann und sehr schnell recht lustige Effekte erzeugt werden können. Und man kann die Schülerinnen damit auch wirklich nebenher so ein bisschen für Medienmanipulation sensibilisieren, was mir persönlich immer wichtig ist. Bei allen Programmen sollte man sich mit GIMP vertraut machen, bevor man in die Klasse geht und die wichtigsten Tastenkürzel und Grundbefehle kennen. Ein Trockentraining an Urlaubsfotos lohnt sich da besonders. Falls Sie Photoshop-Userin oder User sind oder waren, gibt es doch einige Unterschiede, die man kennen sollte, bevor man mit dem Programm arbeitet, damit man sich nicht ärgert. Im Endeffekt lässt sich das aber wirklich schneller lernen, sodass GIMP ein guter Ersatz werden kann. Wichtig ist in der Vorbereitung außerdem, dass alle mit derselben Version des Programms arbeiten und möglichst die Grundeinstellungen ident sind, zum Beispiel, dass der Einzelfenstermodus auf allen Computern im Klassenraum oder im Informatiksaal eingestellt ist. Das spart Ihnen Zeit, Nerven und zusätzliche Hürden, die man sonst überspringen muss, bevor es wirklich zur Sache gehen kann. Und das sorgt ja gern für Unruhe im Lernraum. Bereiten Sie zum Beispiel auch einfach urheberrechtlich unbedenkliches Bildmaterial für Ihre Schülerinnen vor. Klären Sie vorab, wo die Schülerinnen ihre Arbeiten hinspeichern sollen, zum Beispiel auf ein gemeinsames Laufwerk, und dass sie regelmäßig sichern müssen, um auch ja keine Änderungen zu verlieren. Mein Tipp: Schonen Sie ruhig auch mal Ihre Stimme und arbeiten Sie in der Klasse mit der Fülle an gratis Videotutorials, zum Beispiel auf YouTube, in denen Schritt für Schritt vorgezeigt wird, wie man einfach zu tollen Effekten kommt. Lassen Sie Ihre Schülerinnen diese Schritte ruhig selbstständig nachvollziehen und auch einmal etwas frei experimentieren. Aber Achtung, Bildbearbeitung kann süchtig machen, nicht zuletzt Sie selbst. Ob allein oder mit Ihren Schülerinnen und Schülern gemeinsam, viel Spaß beim Entdecken von GIMP.